Ein herzliches Willkommen auch heute am zweiten Tag unserer Seminarreihe Pauschal dotierte Unterstützungskasse in der Praxis. Für diejenigen, die gestern da waren oder die schon früher den ersten Teil besucht haben, ja mit Sicherheit da schon sehr schnell erkennen können, worum es hier geht. Es geht nicht um das fachliche Know-how, dafür haben wir andere spezielle Seminare, das kann man sich auch aus Literatur zum Teil aneignen, aber allfachliches Know-how wird nicht viel bringen, wenn man das praktisch beim Kunden draußen nicht umsetzt. Und es ist definitiv so, dass sehr viele Partner mittlerweile festgestellt haben, auch wenn sie jahrelang in diesem Geschäft tätig sind, sei es Finanzdienstleistung, sei es Unternehmensberatung, sogar Steuerberater und Rechtsanwälte, die das immer wieder feststellen, dass pauschal dotierte Unterstützungskasse nicht einfach ein Produkt von der Stange ist, sondern es geht schon in die Kategorie der klassischen, konservativen und sehr elitären Unternehmensberatung. Und darum geht es. Und deswegen sollen diese zwei Tage dafür da sein, dass man sich sicher fühlt, dass man sich wohlfühlt und dass in der praktischen Umsetzung natürlich irgendwo auch in einem Bereich sich bewegt, wo man früher nie daran gedacht hätte. Hochkarätige Unternehmer, Großunternehmer, auch Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, dass man auf einem Niveau sich bewegt von der Gesprächsführung und natürlich auch eine entsprechende Akzeptanz hat. Weil das sind natürlich fachliche Bereiche, die machen viel Spaß und viele Partner möchten sich entwickeln in diese Bereiche, möchten in diesem elitären Bereich künftig auch tätig sein, aber das geht manchmal nicht mit dem Herkömmlichen oder mit dem, was man kennt. Da gehört auch eine gewisse Bereitschaft dazu, Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Und es gibt Partner, die sind dazu bereit, dazu gehören auch Sie, sonst wären Sie ja heute nicht hier oder wären auch im Teil 1 dieser Praxisseminarreihe auch nicht da gewesen. Und das ist schon mal etwas sehr Positives. Ich persönlich vergleiche es immer gerne mit einer schönen, wertvollen Perlenkette. Warum? Frau Hegele, Sie vertreten heute so bei uns die Damenwelt, deswegen schauen wir jetzt alle mal Sie an. Das ist ja so, wenn Ihr Mann Ihnen eine schöne Perlenkette schenken würde und das sind alle Perlen blitzsauber, rund und glänzend schön, aber nur drei dabei, die so ein bisschen schepp sind, krumm, kantig oder ein Grauschleier, ja, was würden Sie dann sagen? Na, wahrscheinlich Schatz, die war wohl im Angebot. Oder ein Käufer, der so eine Kette sieht, wird dann auch sagen, okay, ist eine schöne Kette, aber die ist diesen Preis nicht wert, wir kommen nicht ins Geschäft. Und schlimm wird es, wenn der Verkäufer selbst kein geschultes Auge hat und es nicht merkt. Und der mögliche Käufer sagt dann nichts außer, ja, nee, die gefällt mir eigentlich nicht. Und der Verkäufer weiß noch nicht einmal warum. Und deswegen vergleiche ich das gerne mit einer Unterstützungskasse, vor allem einer pauschal dotierten. Wir reden hier über etwas sehr Wertvolles, über etwas sehr Elitäres. Und bis so etwas zustande kommt, ist es nicht nur ein Punkt, nicht nur ein Bindeglied, das sind sehr viele kleine Perlen und Bindeglieder, bis am Ende eine schöne Perlenkette dabei herauskommt. So, und wenn da nur drei Sachen, vier Sachen nicht stimmen von den 20, 30 Stationen bis dorthin, dann reicht es schon, dass man nicht ins Geschäft kommt oder dass der Gegenüber sich einfach in diesem Gespräch nicht wohlfühlt. So, und dann bedeutet das für uns, das Erkennen, Eliminieren, Austauschen, sodass alle Bindeglieder passen. Und erst dann wird der Gegenüber sich wohlfühlen und sagen, bei Ihnen fühle ich mich gut aufgehoben und das ganzheitlich. Und dann gibt es wiederum, wieder Sie, Frau Hegele, dann gibt es so die besonders wertvollen Stücke, ne, unter den Perlenketten. Das sind die, die hinten vielleicht so mit kleinen Perlen anfangen und dann werden sie vorne immer dicker. Ne, und dann kommt der dicke Brummer ganz vorne, ne, so in der Mitte. Da könnte man sagen, das ist die pauschal dotierte U-Kasse, das ist das Wertvolle, aber dieses Bindeglied allein, ohne den Rest, würde nie zustande kommen. Das heißt, wir haben da sehr viele Stationen, um uns so langsam nach vorne hin zu bewegen. Das, was wir gestern gemacht haben im Praxisteil 1, könnte man sagen, das war hinten der Verschluss, das war der Weg dorthin und heute geht es weiter. Heute nehmen wir uns die dicken Brummer vorne bis hin zur Unterstützungskasse selbst vor. Wir werden sie heute sezieren, wir werden uns jeden Bestandteil anschauen, wir werden schauen, wie man das nicht aus dem fachlichen nur, sondern vor allem aus dem praktischen Blickwinkel so umsetzt, dass der Gegenüber, ganz gleich, ob das der Steuerberater ist oder der Mandant, dass er sofort erkennt, ich habe es mit Profis zu tun, auch wenn er mal eine dämliche Frage in Anführungszeichen oder auch eine provokantische Frage bewusst stellt, dass wir sie professionell, ohne Diskussion zu erzeugen, natürlich auch auf einem hohen Niveau dementsprechend beantworten können und dass der Gegenüber dann nur sagen kann, okay, ich habe es getestet, da sitzen Profis, ich will es haben.
Interessanterweise, selbst in der Bibel gibt es einen interessanten Zitat, vielleicht kennt es der ein oder andere, da hat einer sein ganz Hab und Gut verkauft, um eine wertvolle Perle, weil er die noch nie im Leben gesehen hat, die hat für ihn sehr großen symbolischen Wert gehabt, zu kaufen. So, und wenn der Partner gegenüber, der Kunde sagt, jawohl, das hat für mich einen Wert, ich bin bereit dafür zu bezahlen, ich weiß, ich habe es mit Profis zu tun, hier haben sie einen Auftrag, bitte machen sie das für mich, ihnen vertraue ich. Das ist das Ziel vom heutigen Tag, genau dorthin zu kommen. Und wie gesagt, Know-how, da werden wir auch Seminare dafür haben, aber heute geht es insbesondere um den gesamten praktischen Teil, weil das, was wir heute machen, ist nicht nur für das Zweitgespräch interessant und wichtig und sinnvoll, insbesondere auch für das Erstgespräch, weil heute behandeln wir auch die ganzen Möglichkeiten der Unterstützungskassen. Fels bietet ein Schulungs- und Seminarprogramm sowohl für Unternehmer als auch Berater. Für Berater finden regelmäßig folgende Seminare statt: Kennenlernseminar für Empfehlungsgeber, Unternehmensberater und Liquiditätsberater sowie zur Entscheidungsfindung bezüglich der Beschäftigung mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Einsteiger- und fortgeschrittenen Praxisseminare, Live-Training, Beratungsgespräch, Fachseminar arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Der Besuch des Fachseminars arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist Voraussetzung für die Zertifizierung zum zertifizierten pauschal dotierten Unterstützungskassenberater des Fels Instituts für moderne Vergütungssysteme. Regelmäßige Arbeitskreistreffen APUC mit aktuellen Themen und Erfahrungsaustausch der Teilnehmer, die stets von dem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Manfred Bayer geleitet werden. Manfred Bayer referiert und unterstützt Berater auch bei Unternehmerveranstaltungen. Wir würden uns freuen, Sie auf einer der nächsten Veranstaltungen bei uns begrüßen zu dürfen.